freue mich sehr, mitteilen zu können, dass der Rechtsstreit mit dem größten deutschsprachigen Bildungshaus im Bereich östlicher, westlicher Weisheit zu meinen Gunsten entschieden worden ist. Das hat dann in der Zwischenzeit so ausgesehen, dass Google das vom Benediktushof gesperrte Videomaterial jetzt gegen deren Willen jetzt wieder aktiviert hat. Das kann auf meine Webseite auch über YouTube jetzt wieder angesehen werden. Es ist wunderbar und damit steht eben auch das historische, wirklich wertvolle Dokumentationsmaterial auch wieder zur Verfügung, wo wir sehen, dass die schamanische Telepathie, oder, dass die eben erstens gegenwärtig ist, die gibt es auch, also ist einfach dort jetzt auch belegt, oder? Ich habe andere Beweise auch, man kann es auch selber natürlich erfahren, wenn man mit den Trainings beginnt und dort in diesem Dokumentationsmaterial sehen wir eben auch eine talentierte Schülerin, das ist Doris Zölz, die tatsächlich mit dieser schamanischen Telepathie eben beginnt und weil sie dort halt leider bei Williges Jäger dort in diese Schule gekommen ist, hat man ihr das dann ausgetrieben und man sieht dann, wie sie schlussendlich dann nur noch selbst Beobachtungen macht, anstelle eben diese Erleuchtung oder in der Tradition des Buddhismus, des Zen spricht man dort von Erleuchtung und das sind in Wirklichkeit, also noch bei Meister Dogen, selbstverständlich beim historischen Buddha, aber nicht beim heutigen, abgefallenen, abgespaltenen Zen. Das ist die schamanische Telepathie, das sind diese inneren Wahrnehmungen von Bildern, von Gerüchen, Worten und so weiter. Da ist ein komplettes zweites Leben dort, ein innerer Kosmos, der Idioskosmos. Und wir alle haben die Möglichkeit, das wieder wiederherzustellen in uns. Ja, der Ausdruck Telepathie ist vielleicht nicht ganz glücklich. Er wird von den Wissenschaften bestritten, aber das ist eben eine andere Form, oder? Wir können es ja auch wissenschaftlich eben auch erklären, was bei uns da abgeht. Und vor allem die KritikerInnen können natürlich eben die Erfahrung selber auch machen, aber einfach nur sagen, es gibt es nicht, das ist dann ein bisschen zu billig. Da müssen sie sich dann schon auch hervorwagen und wirklich mit den Trainings dann halt beginnen. Und dann können sie sich dann ein Urteil bilden, oder? Man kann ja nicht einfach nur sagen, wenn man das Fernrohr nicht in die Hand nehmen will, nicht bedienen lernen will, es gebe keine Sterne zum Beispiel, oder?